Also Start. Also, heute ist das Thema der Entwurf und die Umsetzung grafischer Oberflächen und wie das vonstatten gehen sollte. Man sieht in die MOOC unterschiedliche Beispiele. Wir in Venlo geben da einen besonderen Dreh dran, denn wir denken, dass auch schon früh, wenn man mit GUIs arbeitet, dass man ordentlich Entwürfe machen kann, das heißt technische Entwürfe, wie man eine saubere Trennung macht zwischen die Business-Logik und die grafische Oberfläche, damit man die Zuständigkeiten auch sauber trennt. Auf Englisch heißt das Separation of Concerns, wo Concerns die Zuständigkeiten sind. Und wenn man das richtig macht, dann hat man ein paar große Vorteile. Der erste große Vorteil ist, dass die Business-Logika, die ist wiederverwendbar. Die gleiche Business-Logik, die kann man sowohl benutzen in einer grafischen Nutzeroberfläche, als auch in einer Web-Applikation oder in REST-Service oder eine Kommandozeilen-Anwendung. Das ist alles denkbar. Und das zweite und vielleicht noch wichtigste Vorteil ist, dass man diese Business-Logik separat testen kann. Und dieses separate Testen ist sehr wichtig, denn man muss bedenken, dass wenn man Business-Logika sich ausdenkt in so etwas wie ein Amazon-Webshop oder Zalando oder weiß ich was, da wird das Geld nicht verdient mit der grafischen Oberfläche, obwohl das natürlich zur Werbung gehört, aber das Geld wird verdient mit der Richtigkeit der Business-Logik. Wenn man die nicht die richtig ist, dann kann man ordentlich viel Geld verlieren. Also soll das Ding separat testbar sein. Und dieser Vorteil, den man erreichen kann, indem man die Zuständigkeiten schön separiert, das ist, was man erreichen kann mit Separation of Concerns, so wie das so schön heißt. Das heißt, wenn wir ein Klassendiagramm zeigen, und das wird dann etwas später auch sein, dann wird ihr sehen, dass es für die Business-Logik eine separate Klasse gibt, vielleicht noch zusätzliche Klassen, aber dass die Business-Logika und das GUI, dass die nicht miteinander vermischt oder verknüpft sind, dass die sehr sauber voneinander getrennt sind und dass sie auch über ordentlich definierte Strukturen in Java miteinander kommunizieren. Zum Beispiel die Business-Logika, die bedient sich von einem Interface, das vom GUI umgesetzt wird, damit die Business-Logika sagen kann, dieses Ergebnis ist gekommen und die Darstellung, dass die Aufgabe der GUI ist, die kann dann von der GUI selber organisiert werden und je nach GUI oder Technologie, die benutzt wird, um die Darstellung zu machen, kann man das organisieren. Also Reusability, Testability, das sind die großen Vorteile. Es gibt in so einer GUI, gibt es User Interface Komponenten und deren Layout. Das heißt, wo landen die auf die grafische Oberfläche? Wie sieht man die? Wo sind die vorhanden? Zum Beispiel, wenn ihr selber mit TMC Beans oder mit, was haben wir noch für Werkzeuge? Programmchen, die ihr benutzt, DBeaver, Git, das sind alle grafische Oberflächen, aber TMC Beans vor allem ist es eine Java Swing Anwendung. DBeaver, das ist eine Eclipse SVT Anwendung, das ist auch eine grafische Oberfläche, aber eine andere Umsetzungstechnologie, die grafische Technologie, die benutzt wird in DBeaver, ist eine andere als die bei TMC Beans benutzt wird, aber Unterbau ist auch in beiden Fällen ist das Java. Wir benutzen in diesem Semester und auch ins nächste sehr wahrscheinlich JavaFX, weil das eine modernere Ausprägung ist. Die hat ein paar interessante Sachen, vor allem konzeptmäßig hat die ein paar interessante Sachen, die angeliehen sind an Sachen wie JavaScript. Und deshalb benutzen wir das gerne. Verzeihung. Anderer Vorteil ist, dass man JavaFX stylen kann, also das Aussehen, die Farbe, die Abrundungen, die Ränder und so weiter, dass man die stylieren kann, genau wie bei HTML und CSS mit einem CSS Style Sheet. Es gibt eine sehr große Ähnlichkeit. Man kann einen Stil definieren, indem man eine Klasse, eine Idee nimmt, zum Beispiel hier von einem Knopf. Und diesen Knopf wird eine Fontgröße haben von 16 Punkte und eine Serif-Fontart, das ist so etwas wie ein Font mit einer Strichlinie, eine Strich am Ende. Also genau dieses ist so ein Serif-Font. Wenn ich das mal einzoome, kann ich das mal machen. Anderer Knopf natürlich.
Man kann das sehen an zum Beispiel dieses M. Dieses M, das hat kleine Striche an die Beine, an unten. Das nennt sich ein Serif-Font. Na, ups. So ist es richtig. Und man kann natürlich auch eine Farbe geben. Man kann die Umrandung, das Padding organisieren. Und das ist genau ähnlich wie bei CSS. Der einzige Unterschied ist, dass es einige wenigere Stilelemente gibt. Also das moderne CSS ist viel reicher, hat mehr Möglichkeiten als dieses JavaFX CSS. Und der zweite ist, dass man dieses minus FX minus davor stellen soll. Das Präfix soll es geben. Sonst wird der JavaFX das nicht verstehen als sein eigenes Ding, soweit ich weiß. Okay, naja. Bedienelemente, das sind Controls auf Englisch. Das sind die Sachen, die man entweder anklicken kann oder befüllen kann mit Text, aber auch die etwas hergeben können. Zum Beispiel ein Label kann einen Text hergeben oder ein Textfield, das kann auch einen Text hergeben, aber ein Textfield kann auch benutzt werden, um eine Eingabe zu machen. Textfields und Textarea, das sind zwei Geschwister und die beide ermöglichen, über eine Tastatur Zeichen einzugeben. Also wenn man so ein Textarea oder ein Textfield das Fokus gibt, dann werden alle Tippeingaben, die man eingibt über seine Tastatur, die werden einfach dieses Textarea oder dieses Textfield eingegeben. Die sonstige Controls, das ist hier hauptsächlich der Stoff dieser Woche, das sind die Knöpfe und Labels und vielleicht auch die Text-Areas. Und ja, da muss ich nicht sein. Das geht auf Englisch. Und diese werden in diese GUI-Oberfläche an bestimmte Stellen abgelegt. Und das Layout ist ziemlich wichtig, denn das Layout hilft bei das Verstehen, also die Verständlichkeit eines User-Interfaces. Und meistens sind das Leute, die haben genau diese Erfahrung und diese Kompetenz, um das genau zu machen. Und das ist der dritte Vorteil, um GUI-Zuständigkeit und Business-Logik voneinander zu trennen. Man kann Spezialisten nehmen oder anmieten, um diese Sachen sehr schön zu machen, sehr sauber zu machen. Und die Business-Logik kann dann von anderen Leuten, die da darauf spezialisiert sind, nicht, die da sich gut auskennen, dieses richtig zu machen. Wenn ich so eine GUI erstellt habe, dann kann ich die auch testen. Das ist eigentlich ganz schön. Dann kann ich die testen, indem ich einfach die Knöpfe tätige. Als ob ich die Mauscursor bewegt über die Oberfläche und über einen Knopf einen Klick macht oder einen Doppelklick macht, je nachdem. Und somit kann ich zuerst mal sehen, ob das GUI die richtigen Daten weiterführt an die Business-Logik und ob die Business-Logik auch tatsächlich die richtigen Werte auf das GUI zaubert. Das könnte man damit machen. Zweiter schöner Nebeneffekt ist, dass man so damit mit so einem Test kann man eine Vorführung machen. Man kann so zum Beispiel komplett skripten, dass man eine bestimmte Vorgehensweise zu bedienen hat, um einen bestimmten Effekt zu erwirken. Zum Beispiel etwas zu bestellen und so weiter. Das kann man komplett ausprogrammieren. Das heißt, die Bewegungen, die Maus machen sollte, die Eingaben, die gegeben werden sollten, die kann man komplett ausprogrammieren und somit eine Demo-Anwendung machen, die die GUI vorführt. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Ja, was ich hier da noch als Anmerkung lese gerade ist, dass wir hier dieser Test hier geschrieben haben, bevor die Anwendung, denn die Anwendung, die kommt jetzt. Ja? Wenn man einen Knopf hat in einer grafischen Oberfläche, dann möchte man natürlich auch, dass wenn man dieser Knopf tätigt, also wenn man da drauf klickt mit der Maus, dass der Knopf dann irgendwas etwas auslöst. Und dieses Auslösen ist einfach ein Methodenruf. Und die Art und Weise, wie das in MOOC vonstatten geht, ist meistens mit einem Lambda-Ausdruck. Und dieser Lambda-Ausdruck, der steht hier. So ein Beispiel steht hier. Hier steht ein E, das steht Pate für, das steht an der Stelle für ein Action-Event. Das E ist ein Event. Und das löst dann einen Methodenruf aus. Und in diesem Fall sagt der Lambda-Ausdruck, bitte auf Label 1 den Text Hello setzen. Also die Auswirkung, wenn man den Knopf tätigt, wo diese Action ausgeführt werden soll, dann macht man das so. Dann übergibt man diesen Knopf als Set on Action
dieser Lambda-Ausdruck und wenn dann der Knopf getätigt wird, also wenn die Klickmethode, das Klicken angestoßen wird vom Benutzer, dann wird die Methode label.setText_hello aufgerufen und dann wird das, der Effekt wird dann auf die GUI sichtbar sein und das wird dann auch in der GUI testbar sein. Also wenn die Technologie so aussieht und der Programm muss der Knopf, also das Label muss der Text I was clicked enthalten, dann kann man das ein bisschen später sehen, wie das dann in der Business-Logik aussieht. Die zweite Art und Weise, und die bevorzuge ich an manche Stelle, aber nicht immer, ist, dass man statt einen Lambda-Ausdruck sich eine Methode nimmt oder eine Methode definiert, die die gleiche Form hat wie die Lambda-Ausdruck. Das heißt, nicht mehr als, die nimmt die gleiche Eingabe als die, der Lambda-Ausdruck, und das ist ein Action-Event, also ein Action-Event als Eingabe, und dass dieser Lambda-Ausdruck in diesem Fall gibt kein Ergebnis zurück, das ist quasi eine Void-Methode. Das heißt, wenn man selber eine Methode definiert, die nichts zurückgibt, aber ein Action-Event entgegennimmt, dann hat man genau eine passende Methode. Und wenn man solche Methode verknüpft über den Begriff eine Method Reference, dann kann man das so machen, wenn die Methode Method heißt und das Objekt, wo das sich auswirken soll, heißt Objektref, dann kann man so die Methode verknüpfen mit der Knopf. Und das geht genau hiervon statt. Hier sieht man das am Anfang. Die Start-Methode ist die Methode, die von einer Java-Application, einer Java-FX-Application, Application tatsächlich eine Application, benutzt wird, um das Ganze zusammenzubauen. Die Start-Methode, die startet nicht nur, aber die baut das ganze Zeug zusammen und letztendlich wird das Ganze von über Scenes in einen Stage, ein Showplatz, nee, was ist Stage auf Deutsch? Bühne? Ja, genau, danke. Bühne ist das richtige Wort. Dann wird es auf die Bühne gestellt und diese Szene, die wird sich abspielen. Und das ist, was die Startmethode macht. Also die Startmethode ist quasi das Vorbereiten der Anwendung, bevor die überhaupt sichtbar wird. Und am Ende wird dann die Szene auf die Bühne gebracht und das wird zum Laufen gebracht. So läuft das ungefähr. Das habe ich hier sehr, sehr gekürzt auf das Verknüpfen des Knopfes mit der Objektreferenz addClicked. Und die addClicked-Methode, die steht dann genau darunter. Also wir sehen hier diese Methode. Diese Methode, das ist so eine Methode, die die richtige Form hat. Die nimmt ein Action-Event und gibt selber nichts zurück. Und die Methode erwirkt, dass auf irgendein Label, das wohl in Start auch definiert wurde oder jedenfalls sichergestellt wird, dass die in die Anwendung vorhanden ist, dann wird dieses SOM-Label, dieses Widget, dieses JavaFX-Widget, hat eine SetText-Methode und die kann ich rufen mit dem Text I was clicked und das ist genau die Auswirkung, die dieser Test hier oben verlangt. Also dieser Test hier prüft, ob das auch richtig gemacht wird. Das ist also die zweite Art. Die erste Art ist Lambda Expression, die zweite Art ist eine Method Reference und die dritte Art, die ist, dass man die Knöpfe alle verknüpft mit einer gleichen Methode. Also man hat nur eine Methode, die alle Knöpfe bedient und das passt natürlich nicht immer, aber das Beispiel ist, wenn man einen Ziffernblock hat, so wie man auf einer Tastatur hat oder auf einem Rechengerät oder auf seinem Telefon, dass man einen Zehnerblock hat von 10 Ziffern und dann kann ich eine Methode benutzen, um alle Ziffern abzuarbeiten, statt dass ich 10 Methoden haben muss, um für jede Ziffer eine. Das Letzte, wenn ich für jede Ziffer eine hat, dann würde das so ungefähr so aussehen. Aber wenn ich eine Methode haben möchte für alle Knöpfe, dann kann ich das Action-Event auch fragen, von wem bist du getätigt worden? Also von wem musst du eigentlich ausgelöst worden? Das kann ich dieses Action-Event fragen, indem ich das Target abfrage. Target ist das Ziel des Events. Und weil ich weiß, dass ich nach der Verknüpfung von dieser Digital-Click-Methode, dass ich das verknüpft habe mit einem Button, weiß ich, dass dieses Target ein Knopf sein wird, ein Button sein wird. Und diesen Knopf kann ich abfragen, was für Text stellst du da? Also wenn ich einen Ziffernblock habe, dann wird der Text wohl die Ziffern sein. Eine 2 für Knopf 2, eine 7 für Knopf 7 und so weiter und so fort. Das kann ich dann wohl sehr wohl denken. In ASCII ist es so, und ich denke sogar
in jede Schriftart und jede Encoding ist es so, dass die Ziffern liegen alle nebeneinander und die niedrigste Ziffer ist die 0 und der Rest folgt darauf, also 0, 1, 2, 3, 4, 5, genau wie fast genau wie auf der Tastatur. Also man kann eine ASCII-Charakter Ziffer 9 kann man umsetzen in einen Integerwert 9, indem man einfach der ASCII-Wert 0 davon abzieht. Also hier steht so etwas, das sieht ein bisschen komplex aus, aber hier steht nicht mehr als Knopf, gib mir deinen Text, nimm daraus ein Substring Anfang 0, 1 lang, das ist ein Substring mit nur einem Charakter, davon nehme ich das erste Charakter, dann habe ich ein Char. Und davon kann ich ein anderes Char abziehen, nämlich das Char 0, Ziffer 0. Und das Ergebnis ist das tatsächliche Digit, also der Endwert, der dieses Digit hat. Also das ist eine Methodik, die man zum Beispiel in ein Calculator, ein Rechengerät benutzen könnte. Das gebe ich auch noch aus auf die Konsole, um zu schauen, was dann überhaupt vorbeikommt. Wenn die GUI nicht richtig funktioniert, dann sehe ich jedenfalls, was da reingekommen ist. Und letztendlich ist der Effekt in diese Anwendung, wo Business Logic noch nicht so eine große Rolle spielt, ist einfach dieser Text, also diese Ziffer anhängen an die schon bestehende Ziffern oder der bestehende Text im Textleben. Also das ist die Auswirkung und klicken auf so einen Digit-Knopf. Und die Verknüpfung, die geht dann sehr leicht vonstatten. Das werden wir später in der Demo sehen. Aber so kann man sich das ungefähr denken. Also es gibt die Möglichkeit, um Knöpfe eine Sondermethode zu geben. Es gibt eine Möglichkeit, um Knöpfe einen Lambda-Ausdruck zu geben, um das zu tun, was getan werden sollte bei der Auslösung des Knopfes und so weiter und so fort. Und das kann man dann so erreichen. Was ich hier nochmal schreibe, und das ist wieder diese Separation of Concern, das wir ungemein wichtig halten. Es ist nicht eine gute Idee, in die Startmethode mehr zu machen als nur das Verknüpfen der Knöpfe. Vor allem keine Business-Logik da darin programmiert, auch nicht in diese Lambda-Ausdrücke. Die Lambda-Ausdrücke sollten nur dafür sein, gib das Ding weiter und fertig. Und das Weitergeben könnte heißen, dass man so eine Eingabe weitergibt an die Business-Logik. Der Business Logic sollte entscheiden, was passiert, nicht die GUI. Die GUI sollte eigentlich nichts entscheiden, so wenig wie möglich. Naja, es kommt häufig vor, dass man Knöpfe hat, mehrere Knöpfe hat oder mehrere Widgets hat, mehrere Label zum Beispiel, die alle eine gleiche Konfiguration benutzen. Zum Beispiel in diesem Fall, ich möchte Digit-Knöpfe erstellen. Und die Digit-Knöpfe, die kommen allen ein Endwert mit, die der Wert des Knopfes darstellt. Also nur die 0, 2, die 2 und so weiter und so fort. So ein Knopf kann einen Text darstellen und das kann man einfach organisieren, indem man den Konstruktor des Knopfes einen String mitgibt und dann wird dieser String auf der Knopf selber dargestellt. Zum Beispiel Enter oder Exit oder Cancel oder OK. Das kann man alles so organisieren, einfach den String übergeben. Man muss und sollte auch so ein Knopf alle aktive Elementen, so wie Knöpfe, Labels, Textareas, Textfields und so weiter und so fort, sollte man alle auch eine Idee verpassen, damit die Logik selber auch die Idee noch erfassen kann, aber dass wir später auch in eine Testanwendung, die Testanwendung, die GUI testet, diese Knöpfe tatsächlich finden können. Denn über diese Idee kann man dann so ein grafisches Element zurückfinden. Das kennt ihr alle schon, wenn es richtig gemacht wurde von HTML und CSS und PHP, denn da kann man auch ein Input-Element, denke, das ist auch controlled, kann man eine Idee verpassen und über diese Idee kann man das Ding erfassen in der GUI und kann man das Ding stilieren zum Beispiel. Die CSS-Stile, die über die Raute gehen, die nehmen sich die Idee. Wo war das hier? Hier sehen wir die Idee-Demo-Button. Wird hier in dieser Stil benutzt, um genau dieser eine Button diesen Stil zu verpassen. Und auch hier so ist die Idee ist, was hier verpasst wird. Passen Sie auf, dass hier nicht die Raute vorgestellt wird. Das wird aber wohl beim Abfragen benutzt. Also hier wird einfach das D gegeben, weil ich gemeint habe Digit und dann die Ziffer.
Ich hätte nur auch nur die Ziffer benutzen können, aber ich denke, das ist vielleicht besser verständlich oder besser, weiß ich was. Jedenfalls habe ich da entschieden, um D0 für der Knopf 0 zu haben und D7 für Knopf 7 und so weiter. Ich verknüpfe dann auch die Action, also diese Button-Click-Methode über eine Methode-Referenz. Das ist dieses Biest hier. Verzeihung, das ist eine Art Methode, die es gleich aussehen könnte. Und ich verpasse die auch in alle das gleiche Font, also die gleiche Schriftgröße, damit die Knöpfe zum Beispiel etwas größer sein können. Das kann ich ganz vorführen in der Anwendung und das werde ich auch sofort machen. In der GUI, nee, in der MOOC wird noch etwas mehr erklärt, dass man auch Parameter übergeben kann an die Anwendung. Das werden wir weiter nicht benutzen. Das hätte ich noch erwähnen sollen. Und es gibt auch die Möglichkeit, um Multiple Views zu machen. Und das ist das Letzte, das werde ich zuerst mal zeigen. Die Demo wird nicht laufen, denke ich, denn die vorige Klasse ging das auch nicht. Aber, ups, aber das ist nicht so schlimm. Mal sehen. Ja, hier habe ich ein frisches NetBeans. So, hier habe ich meinen Text. Das ein bisschen zur Seite schieben, mein Terminal öffnen und Sie sehen, dass ich sehr häufig die Kommandozeile benutze. Eigentlich immer, wenn ich NetBeans starte, dann mache ich das immer über die Kommandozeile. Wechsle es einfach ins Verzeichnis oder gebe das Verzeichnis an, wo mein Projekt lebt und dann ist das damit schon gegessen. Das erste ist Backend Front, eine Anwendung, die kommt einfach auf das MOOC. Die läuft leider nicht. Ich werde auch mich nicht bemühen, um das zum Laufen zu bringen. Aber das, was das eigentlich zeigt, dass man auf einer Bühne mehrere Szenen abspielen kann und dass man auch das Szenenwechseln über die grafische Gruppenfläche organisieren kann. Das heißt, in diesem Fall dieser Back-Knopf, so ein Knopf hier, wenn der Offs gelöst wird, dann wird dieser Lambda-Ausdruck ausgeführt und das heißt einfach, dass die Bühne eine neue Szene enthalten wird. Also die Szene wird einfach auf die zweite Szene gewechselt. Und der Fourth Action, das ist der andere Knopf, also die beiden Knöpfe hier, der wechselt wieder zurück. Also so kann man in einer Szene in einer JavaWix-Anwendung von die eine Szene auf die andere wechseln. Und das ist, was mal erwähnt werden sollte. Läuft nicht, ich habe mich nie bemüht, um das weiter zurechtzubiegen, damit es auch in meiner Umgebung komplett läuft, aber die anderen Anwendungen, die werden schon laufen. Okay, das wieder zu. Ich brauche das Ding nicht weiter. Also, ich la lasse meinen NetBeans auch schön aufgeräumt. Also, hier keine weiteren Projekte offen, damit mein NetBeans, meine IDE schnell läuft. Und das ist ja vorteilhaft. Mal das Ding mal weg. Ja, das brauche ich nicht. Meine Projekte und dann wieder in die Kommandozeile und dann in die Kommandozeile das zweite Projekt, das ich vorbereitet habe, öffnen und wir sehen, dass es ein ganz sterbliches normales Java-Programmchen ist, das ich erstellt habe. Das kann ich auch mal zeigen. Ein neues Projekt und dann habe ich hier ein JavaWix, nee, ein Maven, ein JavaWix mit Maven erstellt und es ist, denke ich. Ja, das ist diese Ausprägung. Also den Knopf habe ich getätigt, um dieses Projekt zu bekommen. Was dieses Projekt zeigt, ist, wie ich zum Beispiel so eine Anwendung machen kann, wo ich so eine Ziffernknöpfe habe. Und dies mal gucken. Ja. Und ich benutze da mehrere Sachen, die wir auch schon gesehen haben in anderen Vorlesungswochen, zum Beispiel multidimensionale Arrays. Ich habe mich davon bedient, indem ich einen Ziffernblock habe, wo die Ziffern in normaler Reihenfolge liegen. Also auf die Tastatur, die hier vor mir liegt, ist es 7, 8, 9 auf die oberste Reihe, dann 4, 5, 6 auf die zweite Reihe, 1, 2, 3 auf die untere Reihe und darunter nochmal einen großen Knopf 0, also das Ziffer 0, die Ziffer 0, die steht auf eine separate Reihe. Und das habe ich hier auch dargestellt. Also da habe ich mein multidimensionales Array benutzt. Aber was ich jetzt mache, ich mache es einfach so. Mal gucken. Ich warte mal. Ups. Meine Zeichenkamera geht nicht mehr.
Leider. Bisschen schade. Naja, dann kann ich es da so nicht vorführen, aber man muss sich vorstellen, was ich mache. Ich packe jemals drei Knöpfe zusammen in einen sogenannten Horizontal Box. Und wenn ich dann die drei Ziffern in die horizontale Box gepackt habe, packe ich diese da, Horizontal Box in eine vertikale Box, sodass ich drei Knöpfe, drei Knöpfe, drei Knöpfe und einen Knopf untereinander bekomme in dieser Reihenfolge. Und das mache ich einfach, indem ich über dieses zweidimensionale Array laufe mit zwei Vorschleifen. Eine innere, eine äußere Schleife und eine innere Schleife. Die äußere Schleife erstellt ein H-Box und die innere Schleife packt dann drei Elemente in die H-Box. Also das geht genau hier. H-Box, Get Children, damit ich die Stelle, wo die Dinge reingehen sollten, habe. Und darauf addiere ich ein Create-Button. Das Get Children könnte so etwas sein wie eine Liste. Ja, so eine einfache Array-Liste oder so kann man sich das denken. Also will ich jemals einen Knopf hinzufügen. Und die Create-Button-Methode, also wenn ich da drauf gucke, dann ist das genau die Methode, die ich gerade gezeigt habe im Text. Also ein Knopf wird erstellt, wird in Ziffern gesetzt als Text, also aber auch als Idee. Die Action wird verknüpft, die Fontgröße wird gesetzt und der Knopf wird zurückgegeben. Also das genau passiert hier. Also insgesamt mache ich dann 10 Ziffernknöpfe. Erste Reihe 7, 8, 9, zweite Reihe 4, 5, 6, dritte Reihe 1, 2, 3 und die untere Reihe würde dann 0 sein. Nach der einmal die innere Schleife durchlaufen zu haben, habe ich die H-Box befüllt mit drei Knöpfen und diese H-Box, die entsteht, die füge ich dann hinzu an die vertikale Box. Also landen die Reihen schön untereinander in die vertikale Box. Und die vertikale Box, die VB hier, die sehen wir hier nochmal. Ja, also hier wird die erstellt, hier wird die befüllt und hier wird die in das Layout gepackt. Zu das Layout sollte ich auch noch was sagen. Ich kann es leider nicht aufmalen, weil aus irgendeinem Grund meine Draw-Kamera nicht mehr funktioniert. Leider. Nee, der ist tot. Aber man kann sich vorstellen, dass es ein Layout-Fenster gibt. Das nennt sich, eigentlich müsste man sagen, Glasscheibe. Die englischen Namen in JavaX sind manche davon, also da, wo man oft zeichnen kann oder wo man Elemente aufgeben kann, die heißen alle Pane. P-A-N-E. Das ist so etwas, man kann das verstehen, als wäre es eine Glasscheibe. Ja, es gibt auch ein sogenanntes Border Pane und das Border Pane hat die Eigenschaft, dass es insgesamt 5 Segmente kennt. Der Oberbereich, der nennt sich Top, der untere Bereich, der nennt sich Bottom, der Bereich in der Mitte, das nennt sich Center und ein Element an der linken Seite, das nennt sich Left und ein Element an der rechten Seite, das nennt sich Right, wie man so schon verstehen kann. Also dieses Border Pane benutze ich dann, um zum Beispiel das Label, das ursprüngliche Anwendung war, einfach auf die unterste Zeile zu schreiben, ganz unten im Border Layout. Am Topf, da schreibe ich ein Textlabel und dieses Textlabel, das wird dann später die Ziffern zeigen. Ja, also das Ding hat auch eine Idee Text-Label, damit ich das Ding nochmal in meine Tests abfragen kann, um zu prüfen, ob die Eingaben, die ich mache über das Ziffernblock, ob die auch tatsächlich in dieses Label landen. Ja, dann das Top, Bottom und in der Mitte, ein Center, ohne weitere Stilung, es wird nicht schön aussehen, aber es ist nur eine Vorführung. Da packe ich meinen Ziffernblock, also dieses vertikale Block, das die vier horizontale Blocks hat, wo die Ziffern aufgezeigt werden und dann sollte das schon ein jedenfalls benutzbares GUI darstellen. Die Größe ist 640x480 und die Bühne bekommt dann genau diese Szene zugestellt und dann sage ich die Bühne bitte Gardinen öffnen und zeigen. Das so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ich finde die Metapher ganz, ganz nett gewählt worden. Was habe ich da noch nicht gesehen, gezeigt? Das Button klickt, gibt es dann hier und dann hier mache ich das mal wieder richtig. Und es gibt dann eine Main-Methode. Das Einzige, was die Main-Methode sagt, ist Ruf Launch von Application. Und das startet dann die Anwendung, wo in dieses Main definiert ist, das was steht, ja, da wächst schon selber. Also wenn ich die Anwendung starte,
indem ich das Projekt wähle und dann den Run-Knopf tätige. Das ist dieser hier. Dann, wenn wir Glück haben und es funktioniert noch wie hier, dann sehen wir, dass wir hier etwas haben, was ein bisschen ahnt nach einer Rechenmaschine oder ein Telefon, je nachdem, was man möchte. Und sehr viel mehr wird es nicht sein. Und wenn ich dann so einen Knopf tätige, dann sehe ich, dass die Ziffer 6 hier auch auftaucht. Man hatte die vielleicht lieber rechtsbündig gesehen, aber im Moment ist das nicht anders. Also als die Ziffern, die ich eingebe, die landen in dieses Label. Und man sieht auch in der GUI hier unten, dass die da auch gezeigt werden. In der GUI, ich möchte sagen, auf die Konsole werden die auch nochmal gezeigt. Das letzte benutzen wir nur, um zu prüfen, ob so eine Anwendung auch funktioniert. Später werden wir so etwas auskommentieren, das brauchen wir nicht. Oder besser noch, gar komplett löschen, so eine Zeile. Aber während des Entwickelns von so einem Programm ist es mal nützlich, um zu gucken, welche Ereignisse entgegengenommen werden, ob die überhaupt landen, wo sie landen sollten. Da kann man sehr, sehr leicht sehen, ob zum Beispiel der Knopf auch tatsächlich verknüpft wurde. Zum Beispiel. So etwas. Also so könnte das aussehen. Man sieht, dass man dann ziemlich schnell etwas zusammenstecken kann, was ein aussieht wie ein Telefon oder ein Rechengerät. Und man kann auch sehr schön zeigen, dass so eine Fontänderung dann auch sofortige Auswirkungen hat. Alle grafische Elemente, die ein Font gesetzt bekommen, also das Button und ich vermute auch mal mein Label, ja, die bekommen alle das Font gesetzt. Also wenn ich die Fontgröße mal ordentlich viel größer mache, mal so sehen, was dann jetzt passiert, ob das überhaupt noch passt. Ja, das geht dann noch. Also die Ziffern sind etwas größer geworden. Das hat vielleicht irgendwo einen Nutzen, weiß ich nicht genau. Okay, soweit für die Vorführung von aktive Elemente, Controls in einer GUI. Jetzt möchte ich mal nochmal auf etwas zurückgreifen, was wir in Woche 10 hätte erarbeiten müssen. Das ist nämlich die Enums. Und die Enums könnte ich noch mal gut erklären anhand eines Spielchen, das ich dann weiter ausprogrammiert habe in JavaFX und das wir dann vorführen und dann auch sehen, wie die Trennung von Business-Logik und die GUI, wie die vonstatten geht und wie man das organisiert haben kann oder kann, wie man das organisieren kann. Zuerst mal dieses Spiel noch mal kurz erklären, dieses Spiel, das kennt man, denke ich schon, das kommt aus entweder Amerika oder vielleicht sogar aus Japan. Das kann sehr gut sein, irgendwo, da kommt es her. Spiel heißt Rock, Paper, Scissors auf Englisch. Wie es auf Deutsch ist, weiß ich nicht, könnte vermuten Papier, Schere und Stein oder so. Und die Reihenfolge weiß ich dann auch nicht. Aber das ist eigentlich ein Rundenspiel. Und die Regeln heißen einfach, dass wenn man ein Papier hat, dann kann das geschnitten werden von einer Schere. Das verliert also von einer Schere. Die Schere kann stumpf gemacht werden vom Stein. Also eine Schere verliert vom Stein und ein Papier, das kann einen Stein packen. Also das heißt, der Stein wird vom Papier verlieren. Also wenn man das richtige Element wählt, dann kann man vom Gegner gewinnen oder verlieren. Wenn die beide das gleiche vorzeigen, also beide haben die Schere gewählt, dann heißt das ein Draw oder ein Tie, das heißt Gleichspiel. Und dann muss man dann nochmal eine Runde machen, bis es eine Entscheidung gibt, dass einer gewinnt und der andere verliert. Dieses Spiel spielt sich dann so, dass der Benutzer die Knöpfe tätigt, also Rock, Paper, Scissors Knopf hat. Und der Computer gibt dann das Ergebnis zurück und der Computer macht selber einen random Zug. Also die Business-Logik der Anwendung ist, der Computer macht einen Random-Zug und macht dann der Vergleich, wer von beiden gewinnt. Ob der Benutzer gewinnt oder ob der Computer gewinnt. Und das Ganze ausprogrammiert sowohl die Business-Logik als auch das GUI. Na, zuerst mal die Business-Logik und die Sprache des Business-Logik. Dafür habe ich mich bedient und deshalb ist auch diese Aufgabe entstanden von einem Enum, um zu zeigen, dass die Enums in Java eigentlich ganz mächtig sind, dass man die Enums nicht einfache Werte sind, aber auch tatsächliche Objekte mit sogar Methoden. Man kann nicht nur das Enum eine spezifische Methoden geben, aber man kann auch die einzelnen Werte in das Enum
besondere Ausprägung der Methode geben. Und in diesem Fall habe ich das für Rock, Paper und Scissors mal ausprogrammiert, indem ich jede Value seine eigene Variante gebe, um zu bestimmen, ob man gewinnt vom anderen. Also hier gibt es eine Beats-Methode, die gibt ein Boolean zurück. Ist nicht ganz passend zum Spiel, aber das ist nur, um zu zeigen, wie das gehen könnte. Und dieses Beats bekommt ein anderer, also der Gegner. Und die Regel sagt, wenn die andere das Scissors ist und ich bin selber der Rock, der Stein, dann gewinne ich. Also dann gebe ich True zurück. Also Order gleich Scissors, True für Rock. Und Paper sagt, wenn der Order Rock ist, dann gewinne ich. Dann bin ich das Paper und packe der Stein ein. Und das letztendlich Scissors sagt, wenn der andere Paper ist, dann dann gewinne ich. Und sonst weiß ich es nicht. Ja, also das Gewinnen kann man so hier feststellen. Diese Draw, dieses Gleichspiel ist hier nicht rein programmiert, aber das ist absichtlich so, denn ich möchte nur mal zeigen, dass man so eine Methode sehr leicht überschreiben kann. Die definitive Lösung wird das nicht hier machen, aber an einer anderen Stelle, weil da man nur einmalig programmieren muss und nicht zigmal, dreimal in diesem Fall das gleiche programmieren muss, dann das wäre dumm. Das wäre keine Wiederverwendung von Code, das wäre einfach ein Copy and Waste Fehler wartend und das möchten wir vorbeugen. Aber was ich zeigen möchte, ist, dass man in einem eine abstrakte Methode definieren kann und damit alle Values verpflichtet, diese Methode zu implementieren. Zu überschreiben, könnte man offiziell sagen, aber tatsächlich zu implementieren. So erzwinge ich, weil diese Methode abstrakt definiert wurde, dass jede Value seine eigene Methode überschreiben soll. Also Rock überschreibt es, indem er sagt, andere Scissors, ich gewinne. Paper beschreibt die Methode, anderer Rock, ich gewinne. Und Scissors genauso, anderer Papier, dann gewinne ich, weil ja, Schere gewinnt von Papier. Eigentlich ist das schlauer zu berechnen, denn ich muss nicht nur dreimal Methoden schreiben, ich kann eine Methode in eine Methode bestimmen, ob jemand gewinnt. Und da muss ich einfach zurück zu dieser Darstellung. Wenn ich in Uhrzeigersinne durch den Kreis laufe, das heißt, mich bewege von zum Beispiel Papier, Schere auf Papier und von Papier auf Rock, dann kann ich so in der einfach bestimmen, wer von beiden gewinnt. Nämlich, wenn die Distanz 1 ist, also wenn ich von Schere auf Papier komme, dann gewinnt dieser hier. Ja? Also wenn ich Distanz von hier bis da 1 ist, Papier auf Rock, dann gewinnt der Erste. Also jedes Mal, wenn ich einfach messe, wie groß der Abstand ist von mir und das andere, und dieser Abstand ist 1, dann gewinne ich. Ja, das ist die Regel. Wenn der Abstand 2 ist, dann gewinnt der andere, also dann verliere ich. Und wenn der Abstand 3 ist, oder sogar wenn ich auf mein gleiches Element, das gleiche Element zeige, dann habe ich einen Draw, dann habe ich ein Gleichspiel. Also so einfach ist die Regel. Ich muss nur noch einfach bestimmen, wie weit bin ich weg vom Nachbar. Wenn es eine Stelle ist, dann gewinne ich. Wenn es 2 Stellen ist, dann verliere ich. Wenn es 3 Stellen ist oder 0 ist, dann ist es ein Gleichspiel. Und das kann man sehr leicht berechnen, indem man die Differenz berechnet und das Modulo die Länge des Arrays macht. Und das Länge des Arrays ist einfach 3, also Modulo 3 macht, dann kann es da Werte geben von 0, 1 und 2. Das sind die maximalen Werte, die erlaubt sind. Und diese Berechnung, die sieht sehr einfach aus. Ich kann das der Neighbor bestimmen, indem man das Ordinal plus 1, dann muss ich natürlich etwas anders aufschreiben. Ich müsste hier auch nochmal Klammern machen über diesen Ausdruck. Aber man kann dann 1 dazu zählen und dann Modulo Values berechnen. Letztendlich wird das so aussehen, dieser Ausdruck, dass hier sehen wir, dass die Klammer hier richtig gestellt sind. Hier mache ich das mit einem Minus, also ich ziehe die Werte voneinander ab. Ich bestimme von anderen das Ordinal, ziehe mein eigenes Ordinal ab, nehme der Modulo-Wert Länge des Arrays, und dann habe ich die Distanz zu meinem Nachbar. Und wenn die Distanz 0 ist, also bin mich selber, also der Gegner, der benutzt das gleiche Value, dann ist es ein Tie,
Gleichspiel. Wenn der, der Abstand 1 ist, dann ist es ein Win für mich. Und wenn der Abstand 2 ist, ein Verlieren für mich. Was ich vergessen habe, ich will mich das selber sagen, was das Ordinal heißt. Und das Ordinal ist die Stelle, die das Value hat in das Array von Values. Denn jedes Enum hat ein Array von Values, das man bekommen kann, indem man die Values-Methode ruft. Das ist ein Array und die kann man die Länge abfragen. Und die Reihenfolge, die die Values ins Array laden, ist einfach die Definitionsreihenfolge. Also ich habe hier Rock, Paper, Scissors definiert. Das ist die Reihenfolge, die die Dinge im Array laden. Also an Stelle 0 liegt Rock, an Stelle 1 liegt Paper und an Stelle 2 liegt Scissors. Wir haben auch schon gesehen, dass ein Boolean nicht reicht, um das Gewinnen, Verlieren oder Gleichspiel festzulegen. Also wir brauchen etwas anderes. Um das zu ermöglichen, habe ich ein zweites Enum benutzt und das Enum nenne ich Move Result. Und das hat insgesamt drei Werte. Die drei Werte sind Tie, also Gleichspiel, Win oder Lose. Das haben wir schon öfters erwähnt, also brauche ich das nicht weiter zu erwähnen. Und weil das auch ein Enum und somit auch ein Values Array haben wird, kann ich dieses schwierige Ding mit dem Switch Case, was wir nicht mal behandelt haben, denke ich, im MOOC, kann ich einfach umsetzen, indem ich das stattdessen ein Nachschlagen in eines Arrays mache. Also diese Clockwise Neighbor Distance, also die, wo ein Wert 0, 1 oder 2 rauskommt, kann ich benutzen, um als Index in einem Array und der Wert, der dann auf der Stelle liegt, ist das Ergebnis von meiner Methode. Also es wird dann also ein Move-Result zurückgeben. Diese Methode ist nicht in diesem Spiel nicht so spannend. Das wäre für eine GUI, für eine Nicht-GUI, also eine Konsolenanwendung, wenn ich mich mit einem Buchstabe, also RP oder S, RPS, bedienen möchte, dann kann ich hier sehr schnell den Wert des Values nachschlagen. Das hat auch ein Klassendiagramm. Und das Klassendiagramm, das sieht dann letztendlich so aus. Wir haben hier einen gelben Bereich und einen grauen Bereich. Und der gelbe Bereich ist eigentlich aus Business-Sicht der wichtige. Zuerst mal, es gibt die Sprache der Anwendung. Paper, Rock, Scissors, das sind die Werte, die im Spiel vorkommen. Es gibt die Sprache des Ergebnisses, Tie, Win oder Lose, das sind die Werte, die in dieses Enum einfließen. Es gibt eine kurze Textbeschreibung, das ist also keine Klasse. Es gibt die Business-Logik, bedient sich von dieser Sprache und bedient sich auch von irgendwas, was dieses Interface umsetzt. Und in diesem Fall ist es, ohne dass die Business-Logik das weiß, ist dieses Interface umgesetzt worden von RPS ab. Und damit kann die Business, die Methode Make Move gerufen wird, also die Business Methode Make Move gerufen wird, dann entscheidet die Business Methode, wer gewinnt und sagt zu dieses Interface, also die Klasse, die dieses Interface implementiert, sagt sie, bitte stelle dieses Ergebnis dar. Und wie dann dieses Interface umgesetzt wird, das ist die Business-Logik komplett egal. Es weiß nur, dass es die Methoden gibt. Aber das Darstellen, wie das aufgemalt wird, wie es gezeigt wird, das ist komplett die Zuständigkeit der Business-Logik. Also die Business-Logik selber, das kann in Swing oder in einer Webseite sein, aber in diesem Fall ist das an JavaFX. Und diese GUI-Darstellung, die bedient sich von JavaFX-Elementen, wie man hier sieht. Es ist selber ist eine Anwendung, das wird über dieser Pfeil gezeigt. Diese Beziehung ist eine Vererbung. Es setzt in einen Lambda-Ausdruck oder irgendwas anderes, setzt es ein Event-Handler-Interface Ereignisse entgegenzunehmen. Die GUI-Anwendung bedient sich von Knöpfen und Labels und dieser Knopf selber weiß, wenn ich ausgelöst werde, also wenn darauf geklickt wird, dann wird sie selber ein Interface rufen namens Event-Handler und das muss irgendwie umgesetzt sein und das wird in diesem Fall von dieser Lambda-Ausdruck umgesetzt und so ist das Ganze rund gemacht. Wichtig ist zu verstehen, dass die GUI losgetrennt ist von der Business-Logik und dass die Business-Logik nicht mal Ahnung hat,
ob die mit einer GUI verknüpft wird oder nicht. Denn das Einzige, was die Business-Logik weiß, um etwas ausgeben zu können, ist, dass sie ein Interface hat, das Show Result heißt. Und, aber wie das umgesetzt ist, das ist für die Business-Logik überhaupt nicht interessant. Das ermöglicht auch, um die Business-Logik separat zu testen, um zum Beispiel die Methode MakeMove zu rufen und dann zu schauen, ob die Business-Logik das Richtige übergibt an ShowResult. Man kann dann zum Beispiel prüfen, gibt bei RockPaper, gibt dann die Business-Logik, gibt das dann auch loose ab. Ja? Damit man die Business-Logik schön separat programmiert. So sieht das Ganze aus nach Entwurf. Also erstmal diese Enums und dann das Klassendiagramm, wie die ganze Anwendung zusammengesteckt wird. Und dann werde ich jetzt mal zeigen, wie das dann umgesetzt werden könnte. Und man kann dann auch schön zeigen, dass die Zuständigkeit von unterschiedlichen Leuten, die an der Anwendung arbeiten, dass man die auch sehr schön trennen kann. Zum Beispiel werden wir sehen, dass die gleiche Business-Logik auch funktional funktioniert, ohne dass es ordentlich aussieht. Da muss ich erstmal dies wieder schließen. Und dann die andere Anwendung starten in NetBeans. Die nennt sich dann natürlich Rock Paper and Scissors. Und wir sehen gerade, dass ich eine der Bilder geöffnet habe. Und das werde ich so nicht wollen. Also sehen wir dann in dieses RPS-Package, da sehen wir, dass es mehrere Klassen gibt. Eine Main-Klasse, eine RPS-App-Klasse, das ist die GUI. Dieses RPS-Java, das ist das Enum. Dieses ShowResult ist das Interface, was hier definiert ist. Das Move-Result ist dieses Enum. Und die RPS Business Logik, das ist diese Klasse genau. Und da habe ich, denke ich, alles gehabt. Also Show Result Interface 1, 2, Enums. Die Main-Anwendung steht nicht im Klassendiagramm und die macht auch nicht so sonderlich viel. Ich habe die gemacht, um sicherzustellen, dass ich die Anwendung auch starten kann, wenn ich daraus eine separate JAR-Datei erzeugen, damit ich nicht immer wieder Maven starten muss oder meine IDE. Das kann ich jetzt auch separat ausführen. Also das macht nicht mehr als starte die Anwendung über die Launch-Methode. Und das ist die Launch-Methode, die Static-Launch-Methode, die in Application definiert wurde. Das muss ich eine Klasse übergeben. Und das ist die Klasse, die ich dann hier habe. Das ist meine GUI-Klasse. Der Innenwert ist hier definiert. Also das Wichtige hier ist die Rock, Paper, Scissors, die einfache Enums, weil ich die Methode Beats nicht mehr benutze, weil es eigentlich nicht die richtige ist, weil die nur einen Wert ausgeben, nur einen Boolschen Wert ausgeben kann und ich brauche tatsächlich einen Wert, der ein Typ, der drei Werten haben kann, also dieses Move Result, Lose, Win oder Die. Die Methode ist nicht so wichtig und dann die Anwendung selber, die sieht dann so aus. Ich werde mal kurz mein IDE etwas vergrößern und dann sieht die Anwendung so aus. Ich habe hier meine Startmethode, die ist vorgegeben von die abstrakte Klasse Application. Man muss die Startmethode umsetzen. Und die bekommt ein Stage übergeben und die bekommt man mit, die bekommt man übergeben. Und dann kann man in die Startmethode diese Stage befüllen mit einer Szene, die man selber zusammensteckt. Also man benutzt ein Layout, ein Border Layout, genau wie bei der vorigen Aufgabe. Und dann macht man seine Knöpfe. Wir brauchen insgesamt drei Knöpfe. Ich brauche ein Label, das nenne ich hier Win-Lose. Originaltext, also der Anfangstext heißt Status. Ich setze darauf ein Font. Entscheide mich, ob ich ein einfaches Layout haben möchte oder das echte Layout sozusagen. Das ist nur für Vorführung. Dann in mein Board Layout setze ich mein Stackpane, also meine GUI-Komponente, die setze ich in der Mitte. Dann setze ich die Szene und verknüpfe meine Knöpfe. Also Rock ist ein Knopf,
Ich setze das Action mit einem Lambda-Ausdruck in diesem Fall. Und der Lambda-Ausdruck sagt, RPS Business, also die Business-Klasse, eine Instanz von der Business-Klasse, macht ein Move mit Rock und für Paper genauso mit Paper und für Scissors genauso mit Paper, mit Scissors. Somit ist meine GUI verknüpft mit der Business-Logik. Dann setze ich das Ganze in eine auf die Bühne, auf die Stage und setze die Größe entsprechend des Layouts und lasse das dann laufen. Ich habe, und das bedenke ich mir gerade, ins vorige Projekt noch ein kleines Ding vergessen. Und das ist wohl sehr nützlich. Und eigentlich habe ich das Wichtigste vergessen. Das ist umso schlimmer, weil ich vielleicht zu schnell rede, keine Ahnung. Jedenfalls, was ich hier auch noch hätte zeigen sollen, ist, dass ich nicht nur die Anwendung laufen lassen kann, aber auch testen kann. Und das Testen geht vonstatten, wenn ich dieses Karton mit das Auge klicke. Das heißt, der Testvorgang wird gestartet und wenn ich dann die Maus loslasse, dann sehen Sie, dass irgendwie ein Roboter, und tatsächlich nennt das, dass sich in dieser Technologie, die Maus nimmt und der Cursor auf die Knöpfe führt und alle Knöpfe anklickt und dann prüft, ob der Text, also dieses Label, also wenn ich den Test nochmal ausführe, und prüft, ob der Text in das Label ganz oben auch tatsächlich die Ziffern enthält. Nochmal starten, also hier sieht man jedes Ziffer, was angeklickt wird, was hinzugefügt am Ende. Ja, also das hätte ich noch vorführen sollen. Dieser Test kann man selber auch schreiben und im zweiten Semester werde ich das auch machen. Man kann auch einen Test schreiben. Das ist eigentlich ganz einfach. Diese Methode ist nicht so spannend. Die kommt einfach gegeben. Hier sagt man, ein Test braucht eine Bühne, um zu testen. Diese Anwendung wird dann gestartet. Also man ruft einfach die Startmethode. Die Anwendung befüllt dann diese Bühne mit alles, was man braucht. Und dann wird eine Testmethode, hier zum Beispiel, die ist die eine Testmethode, die alle Knöpfe bedient. Man holt sich einen Roboter, sagt dem Roboter, such mal das Textlabel, denn ich muss auf dem Textlabel nachschlagen, ob die Ziffern hinzugefügt werden. Und dann für jede Zahl von 0 bis 9, inklusive 9, schlage ich der Knopf nach, quasi wie ein SQL-Statement, also ein Query ausführen. Und indem man Route D und die Zahl mitgibt, also da wird ein Route D0, Route D1, Route D2 und so weiter, für jede Ziffer eine eigene Idee wird hergestellt. Dann sage ich dann Robert, klick mal auf den Knopf, dieses B-Button, und zwar mit dem Primary Key, meistens ist das der linke Knopf auf die Maus, aber man kann das GUI ändern. Der Primary Key ist gemeint, nicht der linke Knopf, der Primary Key ist hier gemeint. Und dann prüft dieser Test, ob auf das Label dieses I auch vorkommt. Also der String, den ich baue mit einem leeren String plus die Ziffern hier. Also leerer String plus 0 ist der String mit Inhalt 0 und so weiter und so fort. Also so läuft der Test ab, so ist der Test definiert. Und ich kann das nochmal vorführen, denn das ist eigentlich ganz, ganz nett. Dann sieht man, dass das richtig läuft. Wenn es in der Performance Assessment eine GUI-Anwendung gibt, dann wird es auch solche Tests geben. Passen Sie auf, dass Sie während des Tests die Maus nicht bedienen, denn wenn Sie es doch machen, das werde ich mal vorführen, ich führe den Test einfach nochmal aus. Ja, also wenn ich jetzt mein Knopf, meine Maus tätige, dann sehen wir, dass der Test fehlschlägt, weil der Roboter hat nicht die Chance, um die richtigen Ziffern, die er vorhat, zu klicken, zu treffen und geht es also daneben. Dann sieht man, dass das so ein Text fehlschlägt. Das hängt damit zusammen, dass ich nochmal. Also wenn ich etwas warte. Ja, sehen wir das jetzt. Und jetzt habe ich die Maus verschoben während des Testvorgangs. Dann sehen Sie, dass eine Fehlerauswirkung hat. Also pass auf, wenn ihr so eine grafische Anwendung habt und die wird getestet, dass man während der Bedienung die Maus nicht anfasst, sonst geht es daneben.
Man sieht auch, dass so grafische Tests, so grafische Oberflächentests ziemlich langsam vonstatten gehen. Das hat nicht nur damit zu tun, dass man die Langsamkeit des Menschen vorführt, aber auch, dass es sehr gut sein kann, dass nach einem Knopfdruck der Computer sehr viel erarbeiten muss oder berechnen muss und dass es doch einige Zeit dauert, bevor das Ergebnis auftaucht. Also ein grafischer Test, ein GUI-Test ist meistens sehr langsam im Gegenzug zu eines Testens von einer Business-Logik. Also man muss da ordentlich aufpassen, damit es richtig passiert. Auch unser RPS hat natürlich einen Test, um auch das mit nochmal vorzuführen. Tatsächlich ist man im Moment mit dieser Business-Logik nicht sehr wohl in der Lage, um das richtig zu testen, weil die Business-Logik bedient sich von einem Random-Generator. Denn die Business-Logik sagt, der Computer, der muss nicht wirklich reagieren auf was der Gegner macht. Er muss einfach eine random Zahl wählen, damit er eine gleiche Chance hat wie der Spieler. Also hier wird tatsächlich nach einem Make-Move-Methodenruf wird ein Random-Move erzeugt und dann wird geguckt, ob das Move, was der Benutzer gegeben hat, ob das verliert vom oder gewinnt von meinem Move. Also dieses Move ist das, was der Benutzer macht. Der Computer macht einen Random Move und diese Werte werden miteinander verglichen mit der Methode in unserer Enum namens Clockwise Beats. Also die Uhr im Uhrzeigersinn schauen, wer ist mein Nachbar und mit 0, 1 oder 2 bestimmen, ob ich ein Gleichspiel habe oder gewinne oder verliere. Und dann letztendlich, weil die Business-Logik Bescheid hat von irgendjemand, der das Ergebnis zeigen kann, also rendern kann, heißt das auf Englisch, wird dann diese Show-Result-Methode gerufen, dieses Show-Result-Objekt benutzt über die Render-Result-Methode, um das Move-Result darzustellen. Und dann wird die GUI, wenn es alles klappt, wird die GUI diese Darstellung versorgen, also irgendwo etwas darstellen, damit man sehen kann, wer von beiden gewinnt oder nicht. Die Random Move Methode, die ist hier definiert, da wird einfach aus die Werte von Rock, Paper, Scissors wird eingenommen über einen Random Generator. Also diese Business Logik ist etwas schwierig zu testen, aber in diesem Fall ist meine Test nicht mehr als eine Vorführung von ein paar Knöpfen zu tätigen und gucken, was da abläuft. Also wird das auch gezeigt. Die App ist also unsere GUI. Das haben wir gerade gesehen. Und wenn ich diese einfache GUI, die in den ersten Entwurf, also der technische Entwurf, der alle Elemente hat, alle Controls, alle aktive Elementen, ein Label, um das Ergebnis darzustellen und die drei Knöpfe für Rock, Paper und Scissors, dann kann ich das schon zeigen. Und wenn ich das dann mal mache über den Run-Knopf, dann sieht das so aus. In der technischen Entwurf, also Knöpfe sind da, Funktionalität kann man prüfen. Man kann die Business Logik über die GUI testen, wenn man möchte, obwohl ich das eigentlich abrate. Und dann sieht das so aus. Und langweilig natürlich, Rock, Papers und Scissors. Also wenn ich die Knöpfe tätige, dann sehe ich, dass manchmal Teil kommt, manchmal Win und manchmal Lose. Das gilt für alle Knöpfe gleichermaßen. Und ich kann das nicht vorhersagen, weil mein Computer eine random Zahl wählt. Wenn dann ein grafischer Entwerfer dazu geholt wird und der macht das dann mal wirklich schön, damit meine Anwendung auch attraktiv wird, dann kann es anders aussehen. Ich muss dazu sagen, aber dass ich selber kein grafischer Entwurfsmeister bin, aber ich habe davon keine wirkliche Ahnung, es wird immer noch hässlich sein, aber schon etwas besser. Und das kann ich dann einschalten, indem ich dieses Plane umsetze auf False. False muss ich da mal schreiben. Und dann ist die gleiche Anwendung mit der gleichen Business-Logik, aber mit einer anderen Darstellung in der GUI, läuft genauso, aber es sieht etwas anders aus und vielleicht auch attraktiver. Und wenn ich das dann richtig definiert habe, dann sieht es so aus. Das dauert dann wieder ein wenig. Und dann sehen wir, dass wir tatsächlich die Knöpfe haben mit der grafischen Darstellung. Schere, Papier und Stein. Also die Handbewegung, nicht der Gegenstand. Und wenn ich die Knöpfe dann tätige, dann kann ich sehen, dass ich genauso wie vorher Tie, Win oder Lose haben kann.
Ich kann alle drei Knöpfe tätigen und die Darstellung ist eigentlich eine Farbe. Und das kann man Kindern vielleicht leichter erklären, als dass man gewinnen muss. Und hier kann man schon ein bisschen Zeit mit verschwenden, mit so einem einfaches Spiel. Dieses Spiel kann man auch testen. Und wie gesagt, der Test wird nicht wirklich die Business-Logik testen, wird nur die Knöpfe tätigen. Also wenn ich wieder mal das Projekt wähle und dann dieses Karton mit das Auge wähle oder das Package mit Auge wähle, dann führe ich die Test auf der Anwendung, auf die Gesamtanwendung. Und dann werden die Knöpfe getätigt und dann werden wir schauen, was da passiert. Und dann sieht man die Maus bewegen und mach mal eine Bewegung in alle Knöpfe. Und das war es dann auch mit der Demonstration. Denn der Test macht nicht mehr als einfach die Knöpfe zu tätigen. Okay, soweit, so gut, was ich erzählen möchte in dieser Vorlesung. Und es gibt vielleicht noch Fragen. Wer möchte? Wer hat eine Frage? Dann vielleicht noch ein paar Anmerkungen zur Prüfung. Ich glaube, ihr habt schon ein Mail erhalten vom Direktor. Es wird diese Woche keinen Unterricht mehr stattfinden ab Mittwoch. Und das heißt, für Ihre Klasse gibt es kein PRC1 Praktikum mehr am Mittwoch, nicht am Campus. Wir wollen wohl ein Praktikum haben über Teams, also wir werden während der Praktikumzeit einfach online sein in so einer Sitzung wie gerade. Und ihr könnt dann Fragen stellen und wir können auch separat, also Student mit Studentassistent oder Dozent kann man sich separieren und dann privat seine Probleme zu besprechen und Programmierprobleme. Das ist ein Ding. Das zweite, was ich erwähnen sollte, ist... bitte stellt sicher, dass ihr eine Maschine habt, die vom Stick booten kann. Und dass, wenn man zum Beispiel ein Apple hat, wenn man sich eine zusätzliche Tastatur und Maus zulegt, denn sonst wird es sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Sorgt dafür, dass es alles läuft, dass ihr sicher seid, dass es geht. Denn wenn das Performance Assessment stattfinden wird, das wird wohl nicht am 8. Januar sein, aber später, dass ihr dann eine lauffähige Maschine habt, denn ihr seid selber dafür zuständig. Ihr könnt nur Hilfe bekommen während die Praktikumsstunde oder sonst noch, also vorher. Sorgt dafür, dass ihr eine Maschine habt, die geeignet ist, um ein Performance Assessment drauf zu machen. Es geht auch mit Apples geht es, vielleicht mit einer zusätzlichen Tastatur. Manche von euch haben es schon probiert, aber es gibt auch noch ein paar Studenten, die es noch nicht probiert haben. Und die stehen sehr wahrscheinlich auf dem Schlauch, denn während des Performance Assessments wird es keine Dozenten und keine Studentassistenten zur Hilfe geben und ihr dürft euch gegenseitig auch nicht helfen. Das ist während einer Prüfung überhaupt nicht erlaubt, nicht gestattet. Also passt da drauf auf. Was noch? Die Woche nach der Weihnachtsferien wird es auch Vorlesungen geben, genauso wie heute. Und auch Praktikum, sehr wahrscheinlich nicht, dann da ist Praktikumszeit. Und die Vorlesung von den Montag über nächste Woche, der wird vor allem über Fragen, die ihr vielleicht noch habt, zu die Aufgaben. Ihr müsst bedenken, dass die Aufgaben bis inklusive dieser Woche Gegenstand für die Prüfung sein können. Die Aufgaben von Woche 14, die werden sicherlich kein Gegenstand sein von der Prüfung. Denn man sieht, dass auch in der Woche 14 eigentlich nicht viel getestet wird, aber mehr vorgeführt wird. Das ist eine gute Idee, denn man kann sehen, wie mächtig doch die Sprache Java mittlerweile ist und dass man damit Datenbankanwendungen machen kann und grafische Darstellungen und Statistikauswertungen und so weiter und so fort. Aber Woche 14 ist eigentlich nur eine Vorführwoche und um das Java, das Weiterprogrammieren Java schmackhaft zu machen. Wirkliche große Lernziele gibt es da nicht. Wir werden nur kurz erwähnen, was man da Interessantes sehen kann, aber sonst nicht wirklich. Also passt auf, dass ihr die Wochen bis inklusive diese Woche richtig gemacht habt.
Wenn es eine GUI-Aufgabe gibt in der Prüfung, dann wird die GUI-Aufgabe auch Test haben, ähnlich wie die Tests, die ich gerade vorgeführt habe. Zum Beispiel, wenn es so ein Chatbox oder so gibt, dann werden wir über so einen Roboter eine Texteingabe geben und auch schauen, ob die Textaufgabe auch weitergeführt wird an andere Benutzer und so fort oder ein Rechengerät oder weiß ich was. Die werden dann mit Tests versehen, also das wird dann besser geprüft als tatsächlich, als getestet als in die MOOC von Woche 13, denke ich mal. Dann bin ich soweit, dann habe ich eigentlich alles gesagt, denke ich, was ich diese Woche sagen möchte. Ich habe jetzt eine Aufnahme von 1 Stunde 5 Minuten. Hat jemand noch eine Frage? Im Chat sehe ich nicht, na, eine Message wurde gelöscht, also das ist auch nicht mal so interessant. Ja, ich habe noch 20 Studenten hier, na 19, wenn ich mich selber nicht mitnehme. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann stoppe ich jetzt die